Hallo meine Liebe, Entschuldigung, ich streiche Tarot, Schütze Tarot 2020, damit beginnen wir. Beginnen wir los. Was hast du hier? Schütze für Botschaft 2020. Ja? Hauptthema. Antwort der Engel. Schütze, was ist bei dir los? Tarot 2020. Was hast du für Karten, Schütze? Tarot 2020. Okay. Vergangenheit, Junge. Ah, cool. Du bist gesprungen. Gezeigt. Ja. So. Also, Schütze, was hast du? Ja? Hauptthema? Ja. Dann schauen wir jetzt. Was hast du für Hauptthema? Miss Charming. Ein Auge zudrücken. Kompromissbereitschaft. Süßholz raspeln. Überdeckungskunst. Der goldene Mittelweg finden, ja? Und was hast du hier in der Vergangenheit? Da. Mhm. Also die Vergangenheitslinie, ja, Schütze. Irgendeine Krise hast du gehabt im Leben, ja? Oder etwas hat Mangel, ja? Mangel an, weil hier die Münzen sind, ja? Finanz, Geld, ja? Sparnisse, Verlust hast du zu tun. Und drei der Schwerter, ja? Das war eine schmerzhafte Erkenntnis für dich, ja? Wenn man am Boden liegt, ja? Diese Enttäuschung, ja? Kann auch sein, nach einer Trennung, ja, schwierige Entscheidung, ja, tiefe Verletzung, traurig, das hat dich sehr, sehr, sehr zum Boden geschossen, also zum Boden bist du gefallen, ja, in der Vergangenheit. Es geht um Geld, Finanz, ja, egal welche Themen, ob du ausgelähmt hast, ob du Verlust gemacht hast oder etwas gekauft hast, hast verloren, Betrug, alles Mögliche, kann mit einem Mensch zu tun haben, ja, oder eine Situation, okay, und du musstest auch mit jemandem Kraft messen, ja, du hast gekämpft,
Ja, kämpf wie ein Löwe. Ja. Du musst dich so beweisen. Ja. Aber schlussendlich hat es dir nicht gelungen. Ja. Du musstest ein Ende bereiten. Ja. Und das war eine Phase. Ja. Das war eine Phase. Und wird jetzt in der Gegenwart. Ach, du musstest dein Zuhause, dich verteidigen, jemand verteidigen. Und das hat dich sowas zurückgeschossen, ja, in dem Leben. Anstatt vorwärts gehen, hat dich das blockiert, Sackgasse. Du bist Stillstand. Ja? Du musst an dich hineingehen und Blickwinkel zum Ende. Du musst umdenken. Dieser Stillstand, dieser Passiv, Sackgasse, du gingst nicht, es ging nicht vorwärts. Und das war ein Albtraum für dich. Du bist immer noch in dieser Phase. In der Vergangenheit schleppst du das immer noch da mit. Ja? Was ist in der Zukunft? Vierte Kelche. Es kommt, das hat dich so traurig gemacht. Das ist eben das, was ich gemerkt habe, diese Traurigkeit. Du hast immer noch in der Zukunft. Weil du bist in diesem tiefen Punkt. Ja? Wegen jemandem oder wegen dir selbst. Ja? Und in der Zukunftslinie bist du immer noch lustlos. Ja? Du hast keine Motivation zu kämpfen mehr. Du bist beleidigt auch. Ja? Ich merke, das hat dich umgehauen. Ja? Es geht um Finanz. Ja? Und, aber meine Liebe, es kommt gute Aufsicht. Ja? Du schaust nach vorne. Trotz allem in Zukunft wirst du zuversichtlicher sein. Ja? Und um Sicherheit und Erfolg kämpfen. Aber neunte Stäbe. Du musst wachsam sein, trotz in der Zukunftslinie, nach der Zukunft. Ja? Weil du fühlst dich immer noch in dieser Unsicherheitslinie. Ja? Werde ich wieder Verlust machen? Schaffe ich das? Diese Unsicherheit, ja? Sich bedroht fühlen. Ja? Von jemandem oder einer Gruppe oder, ja? Oder mit dir selbst. Werde ich das schaffen? Ja? Du bist so skeptisch. Ja? Angst, wieder Verlust zu machen. Du musst wirklich Zepter in der Hand nehmen und sagen, ich kämpfe. Ja? Weil in der Zukunft hast du immer noch diesen Bedacht. Das ist klar. Du hast so schlechtes Erfahren. Ja? Ganz wichtig ist, Hauptthema, nicht ein Auge zudrücken, Kompromissbereitschaft sein. Ja? Der goldene Mittelweg finden. Deswegen kommt diese Karte. Ganz wichtig, dass du deine Zukunft nicht versaust. Ja? Schütze, es geht um 2020. Ja? Komm hier, Zukunftslinie. Drei Karten bitte. Du bist immer noch in dieses. Danke. Danke. Ja. Du bist immer noch in dieses. Schau mal. Schau mal. Hier, Zukunftslinie. Bist du immer noch verschlossen? Ja. Wach sein, Opferrolle. Ja, geh da raus, kämpfe, ja. Es ist alles schicksalhaft, dass dir das passiert ist. In einer Partnerschaft, in einer Ehe, ich merke immer wieder Geldproblem, Existenz, Lebensexistenz, ja. Diese gute Zeit, ja, mit diesem jemanden, kann auch älter sein als du, ja. Es kommt Transformation in diesen falschen Weg. Ja? Es kommt Transformation bei dir. Es geht um jemanden, der älter ist, Partnerschaft. Ja? Und diese Partnerschaft war nicht schlecht, so merke ich das. Aber dieser Mensch, ja, muss sich transformieren und aus diesem falschen Weg gehen. Nur so werdet ihr überleben, so merke ich das. Ja, ja, genau. Sonst geht nicht vorwärts der Turm. Das ist wie der Gehängte. Ihr müsst an dich, du musst an dich arbeiten. Und wenn du in einer Partnerschaft bist, 2-in-1 mit jemandem lebst, egal, welcher Mann, Freund. Diese Frau,
muss sich transformieren, damit ihr vorwärts geht im Leben. Ja? Das ist ganz wichtig, sonst kommt wieder diese Sackgasse her. Ganz wichtig, wenn es so schnell geht, einfach wieder das Video anschauen. Und was ist der Sensor, der Elixier dieser Legung? Der Sens. Perfektes Timing, vorwärts zu gehen. Jetzt ist Zeit. Hier, jetzt, ihr müsst jetzt sofort anfangen. Ja? Ganz wichtig, Schütze. So, meine Lieben, nächstes Video ist Steinbock. Bye.